Damit komme ich jetzt endlich zu unserer heutigen Veranstaltung heute Abend. Ich habe gelernt und unter anderem auch durch die Texte von Klaus Teweleit gelernt, dass man solche Umbruchssituationen, solche gesellschaftlichen Umbrüche und Wandlungen gar nicht oder nur unzureichend versteht, wenn man sie nicht auf die Frage der Geschlechterverhältnisse bezieht auch. Und bei dieser Veranstaltung heute Abend möchte ich gerne darüber sprechen, wie sich diese Phänomene einer Sattelzeit der Revolution, so wie wir es genannt haben, auch im Feld der Geschlechterbeziehungen darstellen, und zwar historisch auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bezogen. Die Männerfantasien sind ja auch ein Buch über die Niederschlagung der deutschen Revolution. Dann bezogen auch auf diese Zeit von 68, wo man sich auf diese Sattelzeit wieder bezogen hat. Und dann vielleicht auch wieder 50 Jahre später, wie sich das heute darstellt. Diesen ganzen Parcours diskutieren zu können, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, Luise Meyer und Klaus Teweleit, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Moment. Entschuldigung. So. Luise Meyer ist freie Autorin, Theatermacherin, Dramaturgin und Performerin. 2018 ist bei Matthes und Seitz Berlin ihr Buch Marx Maschine erschienen, wobei aus dem Namen Marx das große A, das A der Autorität, ausgestrichen wurde. Zurück bleibt also ein rein konsonantischer Titel, MRX Maschine. Und Luise sagt immer Murks Maschine dazu. Derzeit arbeitet Luise an einem Essay mit dem Arbeitstitel Proletkult gegen neoliberale Denkpanzer. Ich denke, heute Abend wird es auch um den Proletkult gehen, sowie an einem utopischen Near-Future-Science-Fiction-Romanprojekt, das 2024 bei Matthes und Seitz erscheinen wird. Wir sind schon darauf gespannt. Auch Klaus Teweleit ist ein freier Autor. Frei auch vor allem von allen akademischen Beschränkungen, Selbstbeschränkungen. Wir haben eben kurz darüber gesprochen, dass er kurz auch an der Kunsthochschule gearbeitet hat, aber ansonsten im Wesentlichen als tatsächlich freier Autor. Mit seinem zweibändigen Werk Männerfantasien, 1977/78 beim Verlag Roter Stern erschienen, hat er, das kann man sicherlich ohne sich zu weit hervorzuwagen sagen, die Theoriedebatten der alten BRD revolutioniert. Seitdem hat er zwei vielbändige Buchzyklen veröffentlicht, das Buch der Könige und Pocahontas. Und ich glaube, diese mehrbändigen Buchzyklen ist auch ein typisches Arbeitsform von Klaus Teweleit. Darin erzählt er Geschichten und Gegengeschichten von männlicher und kolonialer Herrschaft in Kunst, Kultur und Politik. Daneben hat er aber auch zahlreiche kürzere und längere Essays über Film, Psychoanalyse, Musik und Fußball veröffentlicht und sich dabei auch immer auf aktuelle politische und kulturpolitische Probleme bezogen, es sind also Interventionen auch. Seit sein Stammverlag Stromfeld Roter Stern Konkurs anmelden musste, erscheint sein Werk seit 2019 bei Matthes und Seitz Berlin. Zuletzt erschienen ist, eben hatten wir einen rein konsonantischen Titel, dann haben wir einen rein vokalischen Titel, A-E-I-O-U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues. So, und jetzt wir würden das gerne heute Abend tatsächlich gar nicht als Vortragsveranstaltung, sondern als Gesprächsveranstaltung aufziehen, auch wenn das bisher nicht so klang. Wir würden jetzt erstmal Klaus Teweleit bitten, seine Gedanken zu diesem Komplex, den ich ihm auch so geschickt habe, uns darzulegen. Und dann kommt Luise und dann kommen wir in ein Gespräch, erstmal hier oben und dann aber auch schnell geöffnet zu Ihnen ins Publikum. Ja, hallo, guten Abend. Bin ich zu verstehen? Im Raum? Gut. Ja, also, ne, Patrick, erstmal vielen Dank für die Einladung, ne, Einführung, an die ich mich jetzt auch erstmal halten werde. Ich kann ja in 10 Minuten keinen Vortrag machen. Ne, das heißt, ich müsste eigentlich, Moment. Ich weiß ja nicht, wie lange 10 Minuten sind, wenn ich rede. Also ungefähr mich dran halten. Patrick Eidenhofer hat mir einige Fragen geschickt, die er eben zum Teil auch angeschnitten hat. Und ich halte mich erstmal an der, teilweise Beantwortung. Der soldatische Mann, ne, hat er mich gefragt, den ich da analysiere und beschreibe in Männerfantasien. Gibt das sowas Ähnliches, ähnliche Verhaltensweisen auch bei linken Männern? War seine erste Frage. Darauf fällt mir als erstes ein, dass die Arbeiten von Michael Rohrwasser, der sich damit
kurz nach mir ziemlich zeitgleich beschäftigt hat. Also ein Buch über linke Romane, das im Titel das Wort Starke genossen hat. Und Resultat dieser Untersuchung ist, dass sehr viele der Verhaltensweisen, die ich an den rechten Männern beschreibe, insbesondere ihr Verhältnis zu Frauen, mit Frauen sehr, sehr ähnlich sind. Das, mit einer großen, allerdings wichtigen Ausnahme. Die faschistischen Romane und Texte, die ich untersucht habe, haben immer im Zentrum irgendeine Gewalttat, die mit Lust beschrieben wird und mit Lust ausgeführt wird, darunter sehr oft Gewalttaten gegen Frauen, besonders gern das Aufschlitzen von Bäuchen mit Bajonetten und ähnliche Dinge, Handgranaten an den Körper. Dieses Bild, den zerfetzten Körper sehen zu wollen, was ich als Wahrnehmung, halluzinative Wahrnehmung, blutiger Brei beschrieben habe, der in so gut wie allen faschistischen Texten vorkommt, das haben die linken Romane nicht. Also die linken Männer können auch gewalttätig, nicht achtend, Frauen unterdrückend und so weiter sein, aber diese offene Mordlust ist bei ihnen nicht zu finden. Der zweite Punkt, eben angeschnitten die Frage 22, 23 als Kunstumbruchsjahr. Ja, und erwähnt Rilke Sonette an Orpheus und Duineser Elegien, Joyce Ulysses, Eliot Wasteland und so weiter, viele andere. Kann man für die Literatur, glaube ich, teilweise sagen. Ich würde das aber vor den Ersten Weltkrieg verlegen. Der Umbruch in der Literatur, der erste Gedichtband von Benn, deutsche Lyrik, revolutionierend ist 1911, Ezra Pound ist da, in der Malerei ist alles da, Picasso und Braque und so weiter voll entwickelt. Auch Schönberg eben erwähnt, schreibt seine 12-Ton-Sachen schon vor dem Ersten Weltkrieg. Das geht zwar nach dem Ersten Weltkrieg weiter, aber da finde ich für diesen Moment 1923 viel entscheidender den Umbruch in der Sexualität. Da passiert wirklich was Neues. Diese ganze Sexualabwehr und Abwehr der Frauen als verschlingend, das Erotische als verschlingend, das löst sich direkt nach Weltkriegsende und dann im Verlauf der 20er mit Dingen wie Jazz kommt, das Radio kommt, das Kino ist durchgesetzt, eine Schlagerkultur entsteht, die auch nicht ganz blöd ist, und eine Tanzkultur, die in allen Nazi-Büchern werden die Tänzerinnen als entfesselte Huren beschrieben. Besonders im Zentrum die Jüdin, dass die jüdische Frau, die aber eine vergiftete Sexualität hat, in den Romanen meistens als syphilitisch beschrieben und mit der Absicht, sie schlafen mit so vielen blonden deutschen Männern wie möglich, um die mit Syphilis anzustecken. Das ist nicht nur eine Sache der Romane, sondern auch offizielle Militärberichte. Ende des Weltkriegs haben diesen Punkt. Zum Beispiel wird in Leipzig eine Prostituierte jüdisch angeblich oder nicht verfolgt, weil sie nachweislich so und so viele deutsche Soldaten angesteckt haben soll. Also der im Aufstieg der Faschisten, der später kommt, spielt dieser Punkt Abwehr des Erotischen der Frau und Abwehr dieser ganzen Kultur mit Amerika im Hintergrund, jüdisch und amerikanisch im Hintergrund, bolschewistisch auch. Die in mehreren Romanen sind die Jüdinnen auch bolschewistische Kämpferinnen. Ne? Gleichzeitig, dieser Komplex wird ganz breit und riesenhaft aufgemacht. Das geht die 30er durch, die ganzen Nazi-Romane bis zum Krieg überträgt sich auf die Russinnen später. Ne? Das ist ein wirklicher Umbruch in der deutschen Kultur. So was hat das, was es da an neuen Freiheiten gibt, hat das vorher nicht gegeben. Zu 22, 23 muss man natürlich auch nennen, oder sollte man, Umbruch in Italien, Mussolinis Marsch auf Rom ist 1922, als Anfang einer neuen Zeitrechnung auch verstanden in Italien. Nicht? Es gibt eine faschistische Zeitzählung, die fängt 1922 mit dem Jahr 1 an, ne, mit einer römischen.
Feldherrn Halle, klar, 23, aber das ist ja eine Niederlage der Nazis. Danach verschwinden die ja erstmal. Die deutsche Revolution hört auf, 23 wird besiegt in den deutschen Aufständen, der Hitlerputsch geht schief und danach beruhigt sich auf, sagen wir mal beruhigt, es wird beruhigt auf beiden Seiten, diese Sorte Auseinandersetzung. Also der Nachkrieg Linke gegen Rechte ist da erstmal zu Ende und es beginnen so ein bisschen die geregelteren Jahre, nennen wir es mal so, der Weimarer Republik. Und das geht sogar ganz gut bis zur Weltwirtschaftskrise. Ne? Wo die Weimarer Republik ökonomisch zusammenbricht, da beginnt erst wieder der Aufstieg der Nazis. In diesen 5 Jahren dazwischen sind sie relativ bedeutungslos. Da gibt es Organisationen wie Stahlhelm und so weiter oder so, aber da knackt das wirklich. Also Sattel, haben wir nochmal einen anderen Sattel, wenn man an diesem Begriff festhalten will. Gut, und als einen der Punkte der Niederlage der deutschen Revolution hat Lukas, mit dem ich, der ja der Auslöser auch des Buchs Männerfantasien ist, sollte eigentlich ein Kapitel in seinem Märzrevolutionsbuch werden, der eigentlich einer der, ich glaube, der beste Kenner der deutschen Arbeiterbewegung im Nachkrieg 1918 bis 1923, 1983 jetzt nochmal ein Buch geschrieben und das heißt Vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung. Und da geht schon das Denken, das feministische Denken der 70er Jahre mit ein. Das wurde natürlich auch von Männerfantasien mit bei ihm ausgelöst. Wurde vorher nicht thematisiert in der Weise, das Alltagsverhältnis von Arbeiterfrauen und Männern in Deutschland nach dem Krieg. Dass die Arbeiter eine freiere Sexualität hatten gegenüber der Landbevölkerung, das ist nicht unbekannt, aber eben zum Teil auch christlich-katholisch, was von der Sozialdemokratie und von der KPD entschieden abgelehnt wurde, arbeitet hier heraus, wie die Wissenschaft, was sie so nennen, oder die wirkliche Wissenschaft anstelle der Religion setzen, dass sehr viele Arbeiter, besonders aber Arbeiterfrauen, im Religiösen befangen waren. Und ich lese hier mal eine Stelle kurz vor, Notiz einer Frau. Zu ihrem Mann: Du läufst die Woche 3 und 4 Abende in Partei-, Verbands- oder Konsumvereinssitzungen und alles kostet Geld. Mir machst du nichts weiß. Wenn ich mir da andere Männer bedenke, die von dir die helfen ihrer Frau viel mehr als du. Sehr selten bekommt man von dir einen Eimer Wasser geholt. Du kommst abends heim, redest nicht mit mir, gibst kurze, grobe Antworten, schreibst, liest, bis du einschläfst und mir dann die halbe Nacht hindurch wieder eine Kugel voll Öl verbrannt hast. Du nennst das Ehe. Die Partei und deine guten Freunde, denen doch meist die Falschheit aus den Augen schaut, die gehen vor. Sogar die Schuhe muss ich dir noch putzen, wenn ich nicht haben will, dass du ungewichst gehst. Dafür wird man kurz und grob behandelt. Das ist eine von ganz vielen Stellen in dem Buch, wo dieses Verhältnis und dieser Tenor ist fast immer gleich. Die politischen Männer, ihr habt die Partei, ihr habt die Gruppe, ihr habt den Verein und ihr helft nicht mal zu Hause und gebt das Geld noch aus und sitzt immer, der eine beschwört, dass er um 12 zu Hause ist, dann kommt er um 2 der Sprung von da, den Erhard Lukas dann auch anspricht mit Sprung auf 68, den sie eben gemacht haben, er sagt zu Recht, das war im SDS so ähnlich. Ich war 3 Jahre SDS-Aktivist und natürlich, wir haben tatsächlich jeden Tag irgendwas gehabt. Ein Flugblatt oder eine Besprechung oder in dieses Seminar gehen oder das und abends in die Kneipe und oft spät nach Hause. Und sie ist oft früher nach Hause gegangen, weil sie gesagt hat, ich habe genug, ich mache das nicht alles mit. Ist aber glücklicherweise nicht weggelaufen davor, sodass wir noch zusammen sind. Aber sie klagt heute noch oft über diese
schweren, für sie schweren Agitationsjahre der politischen Männer und dieser Dauerdominanz des SDS, was das ganze Leben dieser Jahre tatsächlich dominiert hat. Und wir haben dann in Freiburg ergab, dass sich das wie die erste WG gemacht haben, 1968, vorher gab es keine. Das wurde dann, es war schwierig, Wohnungen zu kriegen für sowas zu der Zeit. Studenten wurden ja nur verhetzt und als Sorte Kriminelle und geht doch nach drüben und so weiter angesehen. Es gelang also eine Wohnung zu bekommen, dann auch ein paar Leuten mehr. Diese Wohngemeinschaften hielten nicht sehr lange, meistens. Viel schneller Wechsel, manchmal auch wegen Wechsel des Studienorts, neue Freundschaften und ähnliches alles. Ich habe das später im Buch der Könige mal behandelt unter Rhythmen der Bewegung. Das war ausgelöst davon, dass mir aufgefallen war, auch durch Selbstzeugnisse dieser Männer, Künstlermännern, dass sie bestimmte Produktionsrhythmen haben. Das war bei den meisten, ob das Hemingway ist oder Gottfried Benn oder Sigmund Freud beschreibt das für sich auch. Alle 7 Jahre kommt er auf eine neue Theoriestufe, entdeckt was Neues. Und bei diesen Künstlermännern ist das fast immer verbunden mit dem Wechsel der Frau. Die dümmere Literaturgeschichte Musen nennt, die sie inspiriert haben sollen. Ich nenne sie mediale Frauen, weil die meistens was für die Männer taten. Bei den Frauen bevorzugt Schreibmaschine schreiben, die Texte tippen, von Ben bis Brecht, x Frauen in dieser Position, Hemingway hat alles tippen lassen. Nietzsche ist übrigens der Erste, der mit einer Schreibmaschine anfing, aber selber geschrieben hat. Diese Frauen nach diesen 7 Jahren, das sind oft Verliebtheiten am Anfang, fängt an als eine Art Liebesbeziehung, dann wird es eine Arbeitsbeziehung, dann ist so ein Projekt oder so eine Phase beendet, der Mann wechselt die Frau und viele dieser Frauen bringen sich um oder sterben auf andere Weise. Bei Ben sind es 3 Tote, bevor er eine Frau findet am Ende, die mit der dann sozusagen ebenbürtig zusammen lebt. So dass dieses Wort ebenbürtig, das ich gerade verwende, diese Beziehungen sind nie ebenbürtig. Und das zu theoretisieren, darauf hat mich eine Bemerkung von des Filmemachers Jean-Luc Godard gebracht, der gesagt hat, ich bin einer, ich mache was, ich weiß, was ich tue und so, ich hätte aber gerne zwei. Und er sagt, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Frauen, mit denen ich lebe, sind aber nie diese zwei, das Zweite. Also ich habe da gelernt, in Beziehung, 1 und 1 gibt nicht 2. Oder nur sehr selten 2. Er sagt, es gibt 1 plus 1,5. Es gibt 1,5. Der, mit dem ich jetzt arbeite, ist ein Halber. Ich hätte gerne mal ein Drehbuch oder Kameramann, so, wo das funktioniert, hinhaut. Und er sagt, hat er nicht gefunden. Ist nicht 2 geworden. Und daraus habe ich ein Wort entwickelt, das heißt Beziehungsmathematik. Dass ich in Paarbeziehungen, es geht hier immer um Zweiergeschichten, das ist alles binär, alles Mann, Frau gedacht in dem, was ich bis hier erzähle. Es gibt 1,5, es gibt einen Tod und es gibt Phasen der Dauer. Dann habe ich geguckt auf die WGs, die ich kannte und was Material, was ich in die Hand kriegte und festgestellt, das sind meistens 2,5 bis 3 Jahre. Und auf die politischen Gruppen geguckt, SDS, 3 Jahre. Danach die K-Gruppen, Mao-Gruppen etc., KBW und so weiter. Mal ist es ein bisschen länger, aber sehr oft dieser Knackpunkt. Bricht auseinander, die WGs brechen auseinander, es gibt damit mal Feindschaften. Wer gestern noch gerade Freund war oder zumindest Genosse oder so, ist am nächsten Tag dein Feind, weil der in einer anderen Gruppe ist. Die eine ist geplatzt, kennt dich nicht mehr, gibt Krach, Intrigen, Nachfolgekämpfe und so weiter und so weiter. Und ich habe mich natürlich gefragt, woher das kommt und da einen Begriff, den ich in Männerfantasien entwickelt habe, wieder aufgenommen. Denn nicht zu Ende Geborene, die meisten Texte, die wir haben, philosophische besondere, besonders gehen ja immer davon aus, dass der Mensch sowas wie ein Subjekt oder ein abgerundeter Charakter oder was Vollständiges ist, während ich da entwickelt habe, dass das für die allermeisten Menschen auf der Welt überhaupt nicht zutrifft, in Deutschland insbesondere. Zerprügelte Kinder zum Beispiel entwickeln nie
ein Ich, das man in irgendeiner Weise als ausbalanciert oder sowas bezeichnen könnte. Sind voller Angst, voller Rachefantasien und ich nenne das dann mit der Psychoanalyse, der Kinderpsychoanalyse, Fragmentkörper. Der Fragmentkörper ist meiner Meinung nach der Dominante in unserer Kultur, bis mindestens Ende des Zweiten Weltkriegs. In Deutschland, ich fürchte, bis 80% die Klassen durch. Zerstörte Körper, die in irgendeiner Weise auf Gewalt hinsteuern oder hinsteuern müssen. Oder auf solche Brüche. Das muss nicht immer Mord sein, aber auf Brüche. Auf Brüche im Lebenslauf, in der Abfolge und in all dem. Und dann, was ist der Grund dafür? Da kommt ein anderes Wort ins Spiel, das damals populär wurde. Frustrationstoleranz. Ne? Das heißt, wie lange hält man das aus in bestimmten Drucksituationen? Studentisch war vollkommen klar, es war ja nicht nur auf Dutschke, auf den geschossen wurde, man war ja mehr oder weniger tatsächlich in einer verfolgten Position, ohne dass man besonders paranoisch war. Dieses geht doch noch drüben und haut ab oder bringt euch um, war ja gang und gäbe. So dass es ist also eine Sache, die von den Körpern ausgeht. Ich habe die Erklärung dieser zweieinhalbjährigen, dreijährigen Zusammenbrüche schließlich mit Überforderung versucht zu erklären. Länger als in der Zeit hielt man das, gleichzeitig eine Freundschaftsbeziehung, Frauenbeziehung zu entwickeln, Liebesbeziehungen, gleichzeitig zu studieren, auch noch vielleicht einen Abschluss zu machen und den ganzen Tag politisch agitieren, ist man nach 2 bis 3 Jahren kaputt. Und das ist, das habe ich auch bei sehr vielen gesehen, die dann nicht ermordet wurden, sondern sich selber. Manche haben sich totgesoffen, viele landeten in Psychiatrien, andere Zusammenbrüche, Studien abgebrochen, etc., alles das. Also das würde mich interessieren und damit mache ich an diesem Punkt erstmal jetzt Schluss mit einer kurzen Einführung, wie sich das heute darstellt. Wie findet das bei heutigen Gruppen statt? Kann man da bestimmte Rhythmen feststellen? Ne? Oder ist das alles vollkommen verschieden? Doch einen Satz will ich noch dazu sagen. Heute kommt dazu, dass die Geschlechtsverhältnisse nicht mehr zwangsläufig bi sind. Ne? Mann, Frau, heute das Wort queer oder sowas gab es natürlich in den 20er Jahren schon gar nicht, auch 1968 nicht. Und man wusste über die Sexualität der anderen oft auch nicht Bescheid. Ich habe zum Beispiel jahrelang einen Studienfreund gehabt, der mir erst am Ende des Studiums, als er die Stadt verließ, gesagt hat, dass er homosexuell ist. Ich habe das die 3 Jahre, die ich den kannte, nicht bemerkt. Wenn er woanders war, ging er woanders hin. Das waren andere Orte, das war in der Stadt abgeschlossen oder so. Ist heute unvorstellbar, glaube ich. Ne? Auch, dass man so. Der hat das auch sein ganzes Lehrerdasein durch. Er wurde Lehrer verborgen. Erst als er aus der Schule war, lebte mit einem Freund, mit einem Geliebten zusammen, der lebte aber ein paar Häuser weiter, nicht geoutet. Erst als er über 60 war, hat er sich getraut. Ne, das war, also der Druck, der da war, war ungeheuer groß und man hatte auch keine Ahnung. Und mit dem, was durch die Pille aufgetaucht war, freie neue Sexualität, konnte man natürlich viel mehr machen, ohne die schlimmsten Folgen zu befürchten. Gleich, und das wurde natürlich auch gemacht, das war alles total neu. Also wir haben sowohl versucht, eine andere Sexualität zu machen, oder neu, ohne irgendwelche Anhaltspunkte oder in Gedichten, in manchen Filmen oder sowas, Musiken vor allen Dingen, Musik. Klar, tauchte sowas auf, spielte eine große Rolle. Aber sonst war das so ein Experimentieren ins Blinde hinein, aber mit großem Impuls. Denn alle waren sehr energetisch, ne, und sehr aufgeladen. Ne? Aber das sogenannte Softie tauchte aber auf bald danach. Ich habe dann für die Generation der Eltern gesagt, in meiner Suche nach Formeln, eine Beziehungsmathematik, in Deutschland 20 Millionen Fasch und 20 Millionen Fisch gibt 20 Konzentrationslager. Und für die Kinder, für unsere Generation, habe ich gesagt, 20 Millionen Flasch und 20 Millionen Fisch gibt 300.000 Überweisungsvorgänge täglich.
Okay, Luise. Ja. Was sagst du dazu? Ich würde auch einfach einen kleinen Impuls machen, um sozusagen nochmal von einer anderen Richtung die Diskussion anzuschauen oder zu öffnen. Und das kommt jetzt auch ein bisschen aus einer anderen Ecke, aber vielleicht ist das schön, wenn wir das dann einfach danach versuchen zusammenzubringen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ich gucke mal, wie weit ich irgendwie komme. Und ich möchte mich aber auch erstmal für die Veranstaltung bedanken, bei allen, die hier mitorganisiert haben. Es gab bei der Konferenz auch schon wunderbares Essen, und was immer sehr gut ist, dass wir nicht hungrig hier dann sitzen und miteinander ungeduldig werden. Und im letzten Panel oben waren auch Kinder anwesend, was auch immer irgendwie so ein Zeichen ist, dass und auch sofort irgendwie so eine Verklemmung auflockert, die manchmal entstehen in solchen Kontexten. Also das war bis hierher sehr schön, aber natürlich auch sehr akademisch und wissenschaftlich, muss man schon sagen. Und deswegen switchen wir jetzt vielleicht so ein bisschen um, ohne dass es jetzt irgendwie weniger komplex wird. Aber ich bin, also Patrick hat ja schon gesagt, nicht Wissenschaftlerin und dadurch in dieser Zeit auch eher so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, als Trüffelschwein unterwegs, und habe da jetzt nicht so ein überfliegendes Auge oder kartografiere nicht, sondern finde Sachen, die mich inspirieren und interessieren, und versuche das irgendwie in Konstellationen miteinander zu bringen und oft auch entweder in Texten oder in anderen Formen künstlerisch zu verarbeiten und daraus irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Und da ist für mich, darüber habe ich jetzt vor einer Woche nochmal nachgedacht, als ich aus meinem Buch Mürks Maschine gelesen habe, ist mir nochmal, und ich habe die Einleitung vorgelesen, ist mir nochmal aufgefallen, wie wichtig eigentlich tatsächlich Männerfantasien für mich war, weil diese Sprache, die da, oder die Form, die da praktiziert wird und die man im Lesen so nachvollzieht, mich dann als Autorin, die eben keinen akademischen Abschluss hat, aber sich wahnsinnig damals eben für Marx und seine Hinterlassenschaften und sein Weiter, wie man ihn weiterdenken kann, interessiert hat, war das total befreiend. Also diese Möglichkeit, Sprache wirklich nochmal zu benutzen, um irgendwie den Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, ohne sich in den gewohnten Bahnen zu bewegen oder so. Und diese Erlaubnis irgendwie, die kommt ja aus jedem Werk, was sich selber Erlaubnis gibt. Und das finde ich unglaublich stark. Und ich habe dann gemerkt, ich habe tatsächlich da auch dramaturgisch viel mit einer Tänzerin und Choreografin Jule Fliehl zusammengearbeitet und auch da sehr viel auf diesen Metaphernraum zurückgegriffen, der sich in Männerfantasien, den du da aufzeigst oder aufreißt, und unter anderem mit der auch jüdischen Berliner Tänzerin Valeska Gerd. Wir haben ein Stück über die gemacht, das hieß Störlaut, weil sie Tontänzerin war und ganz viel mit dem Stimmapparat gearbeitet hat, eben nicht sprachlich oder Sinn produzierend, sondern wirklich die Geräusche, die der kreatürliche sozusagen Körper erzeugt, abseits vom abstrakten Denken. Und also das hat mich auch interessiert, als mich Patrick das erst mal gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, hier zu sitzen, dass ich gemerkt habe, diese Frage der eigentlich Gegenmodelle, die sich fast wie aus diesen Angstfantasien heraus, die in Männerfantasien beschrieben werden, bilden. Und ich habe eben immer das Gefühl gehabt, bei Valeska Gerd mit diesen Tänzen, die sie da entwickelt, dass sie wirklich in diese Wunden reinsticht und deswegen auch so unerträglich geworden ist. Also ich kann ganz kurz das beschreiben. Es gibt einen Tanz von ihr, der heißt Baby, den hat sie dann auch in den 70er Jahren nochmal in so einer verrückten Talkshow als ganz alte Frau performt, wo sie dann wirklich da sitzt und so zum Baby wird, also mitten im Fernsehen sozusagen, und anfängt zu gurgeln und zu gluckern, und dann merkt man, ah ja, da passiert gerade was im Darm, jetzt macht sie so komische, jetzt kriegt sie so Gesichtsausdrücke, und dann fängt sie an zu schreien und zu weinen, und man merkt, wie im Studio so alle total irritiert sind.
und überhaupt nicht damit umgehen können. Und sie spricht also auch wahnsinnig offen und viel von Sexualität, auch von ihrer eigenen, wie sie sich ausprobiert hat, schon in den 20ern, wie das für sie alles ganz normal war, und kritisiert dann so die auch so anwesenden Frauen. Sie versteht gar nicht, was jetzt heute, wir waren doch schon, das war doch alles schon irgendwie so weit. Und das Spannende ist, dass sich dann eben der Wolfgang Müller, die tödliche Doris, also die Punkbewegung, die dann wieder oder entstanden ist, dass die sich unter anderem, also er sagt, das war für ihn ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil Leska Gerdt, diese uralte dann schon Frau, da also so verrückt performt im Fernsehen zu sehen und wo man merkt, dass das eben immer noch diese Kraft hatte. Also sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie zurück, sie ist nach Amerika, musste sie emigrieren und ist dann zurückgekommen und hat eigentlich in Westdeutschland, also ihre Entscheidung war Westdeutschland, und sie hat dort überhaupt nicht nochmal Fuß fassen können. Und ihr wurden total Steine in den Weg gelegt, ganz oft bürokratische, weil sie wieder diese, was sie dann in Amerika angefangen hatte, solche Kneipen eigentlich oder Cafés eröffnen wollte, in denen halt so ein Ensemble an KellnerInnen und KünstlerInnen auf den Tischen tanzen, die Leute bedienen, aber plötzlich auf den Tisch steigen und dann eine Prostituierte performen. Das war die Kanaille, ist ein anderer ganz wichtiger Tanz von ihr aus den schon 1919 gewesen, wo sie den Orgasmus einer Prostituierten performt hat. Und da ist sie sozusagen, es fängt so an, dass sie so kokettiert und dann steigt, und das ist aber alles eben ohne Sprache, und sondern nur mit der Mimik und Gestik und eben diesem unglaublich körperlichen, durchdringenden und wirklich eigentlich körperentgrenzenden, stimmlichen Repertoire, was sie sich da irgendwie angeeignet hat, und das hat sie ganz oft aufgeführt, noch zu Stummfilmzeiten, in der Zeit, in denen die Rollen gewechselt wurden in den Projektoren, und da sind die Leute schreiend rausgerannt, wenn sie diese Sachen performt hat, weil das wirklich so, also wie tief das sozusagen ging. Und sie ist natürlich auch in diesem Katalog für als entartete Künstlerin und als Beispiel eben jüdischer, insbesondere jüdisch-bolschewistischer Entartung aufgeführt worden, neben Josephine Baker. Und ich finde das sozusagen aber nur so, oder für mich dann später auch in der künstlerischen Arbeit ist das so spannend geworden, eben mit diesen zu sehen, wie KünstlerInnen sich eben diese, oder Künstlerinnen in dem Fall, sich diese Angstfantasien so angeeignet haben und daraus so Gegenentwürfe auch oder eine eigene Freiheit oder auch eine eigene Provokationskunst oder so entwickelt haben. Und das, was sie gemacht hat, nennt man, also sie hat den Tontanz entwickelt, aber man nennt das auch Grotesktanz. Und sie war auf einer Schule zusammen, also es ist nur, um diese Zeit auch zu beschreiben, weil das genau in diese Zeit fällt, mit Anita Berber, die Nackttänzerin, die ebenso schockiert hat, indem sie auch ganz, also auch einfach ständig irgendwie andere Männer und Frauen auch und auch alles sehr offen und überhaupt nicht versteckt, verführerisch, aber eben auch immer mit diesem Schockmoment und mit diesem das Publikum eigentlich entlarven oder diese bürgerlichen Moralvorstellungen zu entlarven mit diesem Ansatz. Jetzt habe ich mich schon so in Rage geredet und weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Na gut, ich glaube, dass genau, ich wollte das noch kurz erzählen, weil das irgendwie auch, also ich habe dann mit Jule Flill zusammen, wir haben ein Stück gemacht, das hieß Menstrual Metal, wo es auch genau um diese Frage sozusagen, wo wir dann versucht haben, mit der quasi Angst vor Menstruation, vor der weiblichen Menstruation und dieser Idee vom Black und Death Metal sozusagen, die ja eher ein total männliches Genre sind oder als ein total männliches Genre verstanden werden, damit zu spielen und sozusagen diese Art von Beschäftigung mit, was erzeugt hier eigentlich Ekel und was sind die Ströme irgendwie, die Ängste hervorrufen, und bei wem rufen die eigentlich Ängste hervor und wer ist eigentlich heute, sind die auch musikalischen Genres oder die Gruppen, die auf eine Bühne treten und quasi Angst und Ekel verbreiten, und was passiert eigentlich, wenn man das sozusagen umdreht und diesen Ekel nicht mit
mit Gewalt und Tod und Verwesung, sondern eben mit Menstruation und erzählt. Genau, das war irgendwie ein sehr spannendes Experiment, und in dem Zusammenhang bin ich oder sind wir auf diese ganz andere Richtung, aber bleibt dabei, auf einen Tanz gestoßen. Die Welle, die von einem Laban, Rudolf von Laban Schüler entwickelt wurde, und das ist ein ganz interessantes, ein Tanzchor oder ein Bewegungschor nennt Laban die, wo sich mehrere, also eine Gruppe von Menschen miteinander wie so verhakt und dann gemeinsam tanzt, und jede Person in der Gruppe sozusagen gibt so Bewegungen vor, und die gehen dann durch diesen Kollektivkörper sozusagen, der eine Wellenbewegung dann wird, hindurch, und die setzt sich immer fort, und das ist so ganz interessant. Also wir haben das dann ausprobiert, auch unter anderem mit einem Bewegungschor, den wir in den Uferstudios aus Anwohnern und Interessierten zusammengestellt haben, wo auch ältere Menschen dabei waren, die jetzt nicht so gewohnt sind zu tanzen. Und das war ganz interessant, wie diese Körper miteinander irgendwie diesen Kollektivkörper bilden. Und das ist, und eben weil Laban auch aus dieser Lebensreformbewegung kommt, die jetzt auch in der Konferenz schon manchmal so angestoßen ist, aber diese Frage der Praxis und auch der körperlichen Praktiken, die auch dazu benutzt wurden, aufzubrechen, also bestimmte Körperbilder oder bestimmte Vorstellungen von Körperbegrenzung zu durchbrechen. Das finde ich sozusagen noch einen ganz wichtigen Aspekt, unter anderem, weil ja Laban auch in diesem Schweizer lebensreformerischen Monte Veritas unterwegs war, wo ja auch Ernst Bloch während des Ersten Weltkriegs hingeht, und den Geist der Utopie, also das als auch mit als Studienobjekt sozusagen, oder das so diese Frage auch mit daran entwickelt, und diese Zusammenhänge. Also weil du jetzt auch nochmal von Wohngemeinschaften und Kommune und so gesprochen hast, finde ich sehr interessant, wie quasi in der Praxis Leute auch schon in den 20er Jahren oder eben wirklich tatsächlich viel früher auch schon angefangen haben, zu versuchen, so eine, genau das, so wie ihre eigenen Körper eigentlich formiert wurden, das in Gemeinschaft und durch gesellschaftliche Konstellationen, oder man könnte mit Bini Adamczak vielleicht auch sagen, Beziehungsformen, durch neue Beziehungsformen, also sich selbst sozusagen zu, das ist ein total blödes Wort jetzt in dem Zusammenhang, zu heilen, aber oder zu sozusagen neu zu formieren. Und diese Idee vom neuen Menschen, die ja auch in der, also die sich durch diese ganze Revolutionsgeschichte zieht, auch der ArbeiterInnenbewegung, da gibt es nochmal also auch eine andere Interpretation, und die gibt es ja auch in der Sowjetunion oder in Russland. Also es gibt auch, ich bin neulich nochmal gestoßen auf Was tun, und zwar nicht von Lenin, sondern von Tscherniszewski, was ja auch die Geschichte ist eigentlich, Lieblingsbuch von Lenin, einer der Lieblingsautoren auch von Marx, und also die alle in der sozusagen in der Partei, in der bolschewistischen Partei, haben eigentlich Tscherniszewski gelesen, sich auf ihn bezogen. Er hat so, also, und das Buch kam 1863 raus, und der beschreibt eigentlich, es geht um eine Frau, eigentlich ist die Protagonistin eine Frau, die sich versucht, aus den patriarchalen Verhältnissen zu befreien und immer wieder Nein sagt zu so Angeboten der Partnerschaft, also irgendein aufgeklärter Mann, der sie jetzt heiraten will, oder irgendwer, der ihr ganz viel Geld bietet und so weiter. Und am Ende gründet sie quasi eine Schneiderinnen-Kooperative mit anderen Frauen, die auch sich aus dem Patriarchat befreien wollen. Und dann wird so sehr genau erklärt, also Tscherniszewski erklärt dann so sehr genau, wie sie das aufbaut und wie sie so dann anfangen, die Alten, also die Eltern und die Kinder von den Frauen mit dazu zu holen, und wie sie dann so eben auch eine Kommune bilden und wie sie zusammen einkaufen. Und es ist ja auch günstiger, wenn sie alle zusammen, also, und dann wird richtig so beschrieben, wie sich so eine Kommune bildet. Und auf dieses Buch greifen dann nach der Oktoberrevolution ganz viele auch zurück, also junge Leute, die dann in die Städte ziehen und diese neue Arbeiterinnenschaft bilden und gründen Kommunen. Also, und das ist sozusagen eine ganz andere Herangehensweise. Und gerade wenn wir über Revolution und Geschlecht nachdenken, über
über Lebenspraxis und Alltag nachzudenken. Und dann mache ich noch einen Punkt, dann komme ich auch zum Schluss. Also für mich ist, glaube ich, diese Frage, also unbedingt lest das Buch von Bini Adamczak beziehungsweise Revolution, das ist für das Thema und den Titel auch der Veranstaltung heute, und ich, also das jetzt zu referieren, wäre zu lange dauern, aber es ist totale Empfehlung. Und ich glaube, das ist mir klar geworden, als das mit der Krankenhausbewegung hier in Berlin losging, dass eigentlich diese, und die, das ist ja auch gar nicht so neu, diese Idee quasi der Care Revolution oder die Frage der Revolution vom Thema der Sorge her und vom Thema eben nicht des gestellten, männlichen, gesunden Körpers in der quasi höchsten Leistungsfähigkeit seines Lebens zu denken, sondern eben vom beschädigten sozusagen Leben heraus oder eben, aber nicht beschädigt nur, sondern eben auch den Menschen als ein grundsätzlich in Abhängigkeit existierendes Wesen, Lebewesen zu denken, und dass in eben die Frage, also eine Revolution muss sozusagen lebbar sein. Und das, also, und dann gibt es bei Döblin, als er über die Novemberrevolution schreibt, gibt es so eine Stelle, wo er so, ja, und dann hatten die Arbeiter Hunger und sind nach Hause gegangen und dann war es vorbei. Und wir haben ja, als wir haben so ein Theaterprojekt gemacht zu Rosa Luxemburg und haben das dann, also ich habe dann da gestanden immer und so manisch Stullen geschmiert, weil ich so dachte, also warum hat denn keiner dran gedacht, Stullen zu schmieren, ja? Also, und das ist aber irgendwie dieses, dass die Revolution eben quasi nicht als eine Lebens-, also als etwas gedacht wird, was im Alltag in irgendeiner, also wir haben trotzdem Körper und wir haben trotzdem Hunger und es gibt trotzdem Kinder und es gibt trotzdem kranke Menschen und es gibt trotzdem alte Menschen und es kann nicht sozusagen der Revolutionär gedacht werden als der quasi über, also eigentlich als das neoliberale Subjekt, ja, was irgendwie aus Begeisterung, genau, und das setzt aber eben voraus, in Kollektiven zu denken oder in Gemeinschaft zu denken und die Menschen in Zusammenhängen zu denken. Und man könnte das noch viel weiter ziehen und nochmal auch über den Aspekt sozusagen des Stoffwechsels mit der Natur nachdenken, was immer wichtiger wird und was ich glaube, aber gerade wenn wir über Care nachdenken oder über Sorge und auch über Gesundheit und über Körper, dann ist diese Frage sofort mitgedacht. Also was essen wir, was können wir essen, was können wir uns leisten zu essen, wie wird es zubereitet, wie wird es der Natur abgerungen, was passiert mit unseren Exkrementen, wie sozusagen werden die Flüsse miteinander verwoben und akzeptieren wir eigentlich, dass wir eben nicht diese abgeschnittenen, eigentlich der Ware nachempfundenen Dinge sind, die irgendwie gegeneinander scheppern, sondern dass wir eben in Beziehungsnetzwerken leben. Da mache ich Schluss. Ja, vielen Dank. Ganz schnell, ja, bitte. Zwei zu Valeska Gerd. Sätze nachschieben, sie ist ja auf Sylt gelandet. Ne? Ja. Meine Frau ist geborene Sylterin, ne? Und als ich sie kennengelernt habe, hat sie mich in den Ziegenstall geschleppt, so hat Valeska Gerd ihre Kneipe da genannt. Ganz einfach eingerichtetes Ding, wir sitzen auf Baumstämmen und ohne Lehnen und so ein Kram und ganz abgerissen, aber wahnsinnig teuer. Ne? Was sie mit ihrem Namen finanziert hat, und an der Wand stand ein Spruch, Ziegenstall, hier werden sie gemolken. Tanzte nicht mehr selber, ne? Aber sie lud immer Kabarettistinnen und Sängerinnen aus Hamburg und so weiter ein, die da ihre Auftritte hatten, und also das gibt es nicht mehr, aber das habe ich, den Ziegenstall habe ich ein paar Mal erlebt. Sie hat ein Zimmer im Museum jetzt in Keitum. Da ist das nachgebaut, ne, im sogenannten Heimatmuseum Sylt. Ist ein Valeska Gerd. Das ist toll, wenn das der neue Heimatbegriff ist, der Ziegenstall.
Sie hatte auch, genau, also das muss man vielleicht, ich finde das ist wirklich so schade, dass jeder, der irgendwie eine Chance hat, sich, es gibt auf meiner Webseite auch noch das Programmheft von dem Stück, was wir damals gemacht haben, auch mit einem Essay und so ein bisschen Materialien dazu. Aber sie hatte eben in Amerika, im amerikanischen Exil, nochmal auch eine total produktive Phase, hat da die Beggars Bar gehabt, wo Klaus Kinski unter anderem auch gekellnert hat und also wahnsinnig hat Jackson Pollock beeinflusst und so, also es gibt so ganz viele, sie hat dort auch nochmal so lauter sozusagen Sachen angeschoben durch und ich glaube schon eben durch diese, es gibt einen Schlager aus der Weimarer Zeit, da heißt eine Zeile, wir sind die neue Geistigkeit, wir machen es mit der Dreistigkeit und ich finde, das ist sozusagen immer so dieses Frauenbild, was eigentlich Valeska Gerd da mitentworfen hat. Ja, vielen Dank. Also das ist schon viel Stoff. Ich fand das jetzt auch mal interessant. Also ich glaube, Sie haben ja am Anfang gesagt, sozusagen eben zu diesem rechten soldatischen Mann, da gibt es durchaus ein linkes Gegenbild. Das sind diese starken Genossen oder wie das von der Rohrwasser auch untersucht hat. Und haben so sehr stark diese Kontinuitäten von rechter und linker Männlichkeit mit diesem einen großen, natürlich doch sehr entscheidenden Unterschied. Das finde ich, muss man schon auch festhalten mit dieser Gewalttat. Und haben das ja dann auch in den Männerfantasien, erinnere ich mich, da gibt es ja immer diesen Satz, das Idealbild des soldatischen Mannes ist sich selbst zum Geschoss machen. Und beim Aufprall explodieren und so jünger. Und es gibt aber dann, das muss nicht unbedingt im Krieg passieren, das kann auch dadurch passieren, dass man sich beispielsweise einfach tot arbeitet. Dass man sich sozusagen so diese totale Selbstverausgabung, diese rücksichtslose in der Politik sich auch verausgaben, wie Sie das jetzt irgendwie so für den SDS auch erzählt haben aus Erinnerung. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Und du hast jetzt ja immer eher sozusagen auch diese möglichen künstlerischen Gegenbewegungen und diese Möglichkeiten von Selbstbefreiung, und das von kollektiven Experimenten, die dann sagen, versucht, also genau eigentlich auf diesen Fantasien aufsitzen und die versuchen irgendwie gegenzuwenden. Auch dieses, dass man den neuen Menschen, das ist natürlich irgendwie erstmal so eine Machtfantasie oder so eine Machbarkeitsfantasie, aber dass man ihn vielleicht auch anders lesen könnte nochmal, dass es da irgendwie auch so Öffnungen gibt. Mich würde jetzt, das ist das eine, was mich interessiert, das andere ist gleich mit der Rhythmik noch, wie sich das beiden also verhält. Also ich habe das immer sehr plausibel gefunden, dass sie erstmal auf dieser Stabilität von diesen Ordnungen auch beharren, dass man nicht sofort denkt, man kommt da raus, nur wenn man es will. Und andererseits, du betonst jetzt diese Möglichkeitsräume. Und mich würde interessieren, wie Sie das Verhältnis sehen. Also was Sie so sagen, dass Sie sagen, die 20er sind erstmal auch dieser Ort, wo diese Ängste da sind und wo das alles ausagiert wird und wo das gar nicht irgendwie jetzt die tollen, freien 20er. Und du betonst jetzt aber genau diese extremen Experimente, die dann trotzdem statt haben. Und das würde mich interessieren, das Verhältnis, wie Sie das sehen. Also ob das eine das andere in Frage stellt oder ob das kompatibel ist oder was die, welche, das ist ja, also für mich steht es nach einer Frage der Perspektive tatsächlich auch. Es stellt sich überhaupt nicht in Frage. Ne? Man macht ja nicht nur eine Sache. Ne? Dieser Zug zu einer Art politischen, zwanghaftem Aktionswahn, unter den wir uns gesetzt hatten. Gleichzeitig haben wir natürlich Musik gemacht, gleichzeitig haben wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen gedacht, das war was für unsere Generation, für die ein bisschen Bescheid wussten oder was verändern wollten. Wir hatten in einer Hinsicht ja einen Vorteil davon, dass die Eltern Nazis gewesen waren. Dadurch hatte man etwas vor sich, was man auf keinen Fall werden wollte. Ich kenne keinen vernünftigen Menschen meiner Generation, der werden wollte wie die Eltern. Vielleicht wie ein Teil der Mutter oder so, selten der des Vaters, weil da immer Gewalt drin steckte und Schweigen drin steckte, dieser ganz wichtige Punkt. Es wurde nicht geredet, man musste die Sachen selber rausfinden, dadurch bildete man schon mal Gruppen. Man war angewiesen auf Freunde, die was wussten, die einen akzeptierten und einem was erzählten. Ein paar Lehrer, aber ganz wenige Junge gab es auch. Aber fast alles Gleichaltrigkeit. Und Gleichaltrigkeit ist immer auf eine Sorte Ausbruch aus. Wir wollten auf allen möglichen Ebenen nicht das machen, was die machen. Und das fing natürlich, nachdem die Pille da war, damit an, dass man eine Sexualität haben konnte, praktizieren konnte, von denen die nicht die geringste Ahnung hatten. Als alte Leute nicht. Mit 20 fühlte ich mich dreimal älter als meinen 60-jährigen Vater. Vom Kenntnissen, Wissen her, Verhaltensweisen her und so, was die in ihrer Beengtheit, Beamter, Gehorsam und so weiter schlicht nicht hatten.
Und natürlich wollte man da raus. Tanz war ein super Mittel, weil nicht nur der Ausdruckstanz wie Valeska Gehrt und später Pina Bausch und viele andere, die ihn gemacht haben, sondern die ganze Jugend fing ja an zu tanzen, 1956. Ich sage immer, die sogenannten 68er hätte es nicht gegeben ohne 1956. Das ist der Ausbruch, Rock'n'Roll. Und dann kommt Jazz und dann fängt man selber an, Musik zu machen. Ich spiele seit 1970, abgesehen vorher habe ich schon Gitarre gespielt in der Improvisationsgruppe, Free Jazz artig oder so, die existiert noch heute und ist ein ungeheuer. Wir haben alles probiert, was es an neuer Musik und sonst was gibt und gehört und angewandt und schon in den Ende der 60er Jahre Sun Ra gekannt und Art Ensemble etc. kannte in Deutschland fast noch kein Mensch. Ne? Aber bestimmte Gruppen kannten das und daraus, also auch die Musiker, die du nennst, die Berliner, ob das eine von den Frauen ist, die haben alle so eine Sorte Vorbilder von irgendeinem schrägen Typ oder so, von den Rolling Stones, zwei, drei Blues-Sänger etc., die nicht fantasiert waren, die es gegeben hat. Man konnte da was nachmachen. Man konnte die Platten hören, man konnte sich ein Instrument besorgen, man konnte das üben. Und später, als wir dann Kinder hatten, Monika, sie 72, da habe ich angefangen, Männerfantasien zu schreiben, als Daniel geboren wurde und ich bin zu Hause geblieben, weil sie einen besseren Job hatte und habe schreibend mich um das Kind gekümmert, immer spielen, ne? Und man sieht eine völlig andere Welt, wenn ein Kind aufwächst, von der man vorher keine Ahnung hat. Ich war 30 Jahre alt und hatte auch von jede Nacht Kneipe erstmal genug, ne? Blieb an dieser Arbeit und mit dem Kind, das sind tatsächliche Verwandlungen. Ne? Und mit der Musik, also manche Leute bleiben sich ja irgendwie, scheint es gleich. Ne? Wenn sie schon, ne, ganz schön, wenn Brecht mal gefragt wurde, der Freund sagt, ne, du hast dich gar nicht verändert. Und Brecht sagt, ich erbleichte. Das ist das Schlimmste. Ne? Wozu lebt man denn? Dass man was dazu sich entwickelt. Aber ich würde das zur Gruppe noch hinzufügen. Du hast gesagt, Gesellschaft. Man braucht ein Kollektiv dazu. Ich glaube, man braucht auch erstmal eine Beziehung, eine enge Beziehung. Nicht, ob das zwei sind oder drei oder so, würde ich mich überhaupt nicht festlegen, oder vier, fünf. Aber du springst nicht gleich in die Gesellschaft. Man muss aus seiner Beschränktheit, teils Isoliertheit oder auch Zerstörtheit, muss einem jemand raushelfen. Und das passiert eigentlich nur über enge Beziehungen. Wenn es schön ist, Liebesbeziehungen, die dann oft auch schrecklich gehen, weil das nicht funktioniert, oder enge Freunde oder das Gleiche hören. Ich habe immer gemerkt, Musik hören mit einem Freund zusammen, dieselbe Platte, höre ich völlig anders als alleine. Es ist eine andere Musik, die zwischen uns so, und das sind tatsächliche Vorgänge, ne? Das sind keine Fantasien. Ne? Und von da finde ich immer, ist unser unberücksichtigstes Organ die Haut. Ne? Die Beziehungen und die Liebesbeziehungen gehen erstmal über die Haut. Und diese ganzen faschistischen Männer mit ihrer Panzerung, wo sie Angst haben vor der Welt und voll Ängsten sind und Gewalt sich abpanzern, die kennen das nicht. Diese Menschen haben nie ein freundliches Hautgefühl erlebt. Ne? Man kann sie furchtbar bedauern, aber nützt ja nichts, wenn sie einen umbringen. Würdest du noch? Ja, ich würde, also nur kurz, weil das sozusagen das Spannende für mich jetzt an dem Zusammenhang heute oder wie wir hier sitzen, ist ja an Valeska Gehrt. Es ist auch anders als bei anderen, also beim klassischen Ausdruckstanz irgendwie, was man da mit Mary Wiegmann oder so, also es ist nicht so eine Art Ideal, was sie da tanzt, ja, oder so eine Welt, oder diese von der Freiheit, sondern sie setzt sich wirklich aus, also es ist eine ganz konkrete, direkte, körperlich sozusagen performte Kritik an genau diesen Zuständen. Und das ist ja das Spannende, dass es eben nicht sozusagen ein Eskapismus ist oder sowas, sondern eine wirklich erkämpfte im sozusagen Konflikt, im ständigen Konflikt mit dem Publikum, mit Behörden, also ne, so erkämpfte irgendwie
Idee von Befreiung, von eben ganz konkreten Dingen, auf die sie ganz konkret den Finger legt. Das finde ich irgendwie wichtig, weil das eben nicht diese Erzählung ist, es ist einfach dann da plötzlich die Weimarer Republik und alles, alle waren so frei oder so, sondern da haben Leute richtig sozusagen konkret dran gearbeitet. Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt doch mal. Dieses, also wir hatten das heute ja auch irgendwie der Tagung natürlich, man hat dann diesen wissenschaftlichen Blick, der dann sehr schnell zu einem so aus der in hoher Flughöhe wird. Wir hatten heute diese Versuche mit Kollektivbiografien, wo man dann eben auch das, die wirklich gelebten Leben, und dass sie jetzt nochmal auf diese, sie jetzt auf diese Erfahrungen, diese wirklichen Verwandlungen und diese Selbstverwandlung, die tatsächlich stattfinden, die aber wirklich dann auch erkämpft sein müssen, die sozusagen eben auch ein, irgendwie eine Haut brauchen, aber auch einen Widerstand, an dem man sich dann irgendwie, an dem man sich abarbeitet. Das andere, was ich jetzt natürlich super interessant fand, jetzt auch im Hinblick auf, wenn man von Sattelzeit der Revolution spricht oder so und dann auch der Revolutionsbegriff natürlich selber, dass wir natürlich irgendwie da erstmal sozusagen so eine linear historische Vorstellung hatten. Also da geht es irgendwie hoch, dann ist man oben und dann geht es wieder runter und dann kommt man irgendwann wieder und dann, da ist dann schon so ein leicht rekursives Moment drin, dass man sich auf irgendwas zurückbesinnt und sozusagen das eigene Neue damit macht, dass man sich auf was Altes besinnt und so. Aber es ist erstmal natürlich diese Vorstellung von einer linearen Zeit. Und dann ist irgendwie, dann fängt irgendwann vor dem Krieg schon diese künstlerischen Aufbrüche auf und dann wird das nach dem Krieg, wird das so kulminiert aus und dann gibt es auch gleich diese Verhärtung. Das ist, finde ich, schon der wichtige Punkt daran 23, dass das eben die Zeit ist, wo diese Sachen von vorher plötzlich wieder in neue Normen gegossen werden. Also Schönberg komponiert atonal vorher und dann braucht er irgendwas, wo er sich festhalten kann und dann versucht er diese Methode zu entwickeln. So, das ist das eine. Und das andere ist aber jetzt, dass sie diese Rhythmen betont haben. Das finde ich jetzt nochmal, das ist natürlich eine ganz andere Vorstellung von historischer Zeit, oder das ist dann erstmal nicht historische Zeit, sondern das sind konkrete, das sind Gruppen, die sie betrachten, das ist die WG, das ist die Politgruppe, das ist irgendwie auch vielleicht eine Bewegung, wo man ja auch von Bewegungszyklen redet. Das fand ich jetzt nochmal interessant, weil das ja irgendwie auch an diese Grundbedeutung von Revolution, dieses Rückwenden und dieses Umwenden erinnert. Das würde ich jetzt nochmal, das finde ich nochmal interessant, wie wir uns, wenn wir uns das, dieses Moment des Rhythmischen oder des ja irgendwie Zyklischen nochmal versuchen, irgendwie auf diese verschiedenen Zeitebenen, auf denen wir uns bewegt haben. Also 20er dann eben auch spät Nachkrieg, also mit Valeska Gerhardt hat sie ja sozusagen diese ganze, die hat ja diese Rückwendung auf die 20er dann in ihrem eigenen Leben dann nochmal vollzogen. Das fände ich nochmal interessant, wenn wir darüber uns nochmal Gedanken machen könnten, über diese Frage von Zyklik und irgendwie so einer anderen historischen Erfahrung auch, die mit einer anderen Zeiterfahrung zusammenhängt. Ja, also ich nur, also wirklich wilde Assoziationen und so, aber das Spannende, also weil ich jetzt gerade, ist auch komisch, das ist immer so eine Tagesformfrage, dass ich heute beim Tanz lande, ist eigentlich auch gar nicht mein Hauptthema. Aber also diese Frage der Einübung sozusagen, also dass ein Rhythmus, der sich wiederholt und eine Schleife, die gezogen wird und Kreise, die gezogen werden sozusagen, wenn man das rhythmisch, also oder dieses... Ja, dieser rhythmische Aufbau ist ja auch etwas, in dem man etwas einübt. Also die Wiederholung in bestimmten Abschnitten ist sozusagen auch eine Form des körperlichen oder des praktischen Lernens. Und das finde ich, also die Frage finde ich interessant, wenn wir nochmal über diese Frage auch der Niederlagen nachdenken, der politischen Niederlagen und des Scheiterns oder so. Also das sozusagen, das so zu sehen, dass es immer wieder einen neuen Zyklus gibt, dass man das als Rhythmus sieht, aber dass in jedem sozusagen Punkt dieser Reihe auch immer wieder die Möglichkeit zum Ausbruch besteht oder die Möglichkeit dazu besteht, etwas aus dem Vorangegangenen zu lernen. Und dass das eigentlich, also ich, wenn ich das jetzt so lesen will, als da ist eine Chance für uns drin und nicht geht immer so weiter. Diese gibt ja verschiedene Formen dieser Wiederholung in Rhythmen. Ne? Also bei den Gruppen meinetwegen, die jetzt oder WGs gescheitert sind, viele von denen haben ja die nächste aufgemacht. Und man macht dann eine bestimmte Erfahrung in diesen Gruppierungen und besonders also bei Paaren konnte man das sehr gut beobachten, weiß ich nicht, wie gut das heute noch geht, das ist auch in der psychoanalytischen Literatur an verschiedener Stelle beschrieben, dass bestimmte Leute, und es gibt glaube ich einen Fall, den Freud oder C.G. Jung beschreibt, dass Descartes
zum Beispiel sich immer nur an Frauen verlieben konnte, die auf einem Auge schielten oder so. Ne? Dann wird irgendein Dienstmädchen entdeckt oder wo das vielleicht so war oder eine Tante oder weiß der Teufel, oft findet man das nicht. Aber diese Beobachtung und bei Freunden, dass sie eine Beziehung beenden, nach 2, 3 Jahren ein Bruch da ist und nach 4 Wochen haben sie eine neue, die ist genauso wie die, die vorher war. Und derselbe Bruch passiert in 3 Jahren wieder. Und das machen manche 4 oder 5 Mal oder lebenslang. Kommen aus diesen Schemata mal wen anders treffen oder Glück haben, dass was anders gelingt oder weiß der Teufel. Manche Leute bemerken das vielleicht auch mit Hilfe. Man braucht aber Hilfen dabei. Man merkt das meistens nicht selber. Das Auge von außen, des zweiten oder dritten, sieht viel genauer, was man auf solchen Wiederholungsebenen macht, auch in anderen Verhaltensweisen, Redeweisen oder so. Und man kann das bei bestimmten politischen Figuren sehen. Ein Typ wie Joschka Fischer, der nach seiner Putztruppen-Frankfurt-Zeit oder so nicht wie andere Spontis aufgehört hat, sich in bestimmten Beruf bewegt oder sonst wo. Nein, der musste Politiker bleiben, der musste Dominator bleiben. Der hat sich die nächste Dominanzposition gesucht und das tut er bis heute, bis in das letzte blöde Interview. Oder Leute wie Ralf Füchs oder so, die ich kenne, die immer in einer bestimmten politischen Position beim Obenbleiben müssen, in die nächste Gruppierung gehen, da wieder der Chef sind oder Zweitchefs oder so. Diese Rhythmisierung, ne, gibt es auch, sind gut beobachtbar. Ne? Und ja. Ich glaube, ich würde noch mal einen Punkt vielleicht bei dieser Ausgangsfrage linke Männer. Also ich finde, die interessante Frage ist ja auch, wenn wir über den neuen Menschen sozusagen nachdenken und was das in den unterschiedlichen Phasen bedeutet hat oder so, dass der neue Mensch, also jetzt einfach die theoretische Idee, der neue Mensch ist ja was anderes als der linke Mann. Also das ist sozusagen natürlich, und ich glaube, das wird aber manchmal auch von linken Männern sozusagen verwechselt. Also, und da gehört aber, also zum neuen Menschen gehört eine befreite Gesellschaft, in der neue Mensch sozusagen sich überhaupt entwickeln kann und eben nicht mehr zugerichtet wird zum Beispiel auch linken Mann. Und in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, ist sozusagen, also solange wir im Patriarchat leben, ist das sozusagen mit dem auch feministischen Mann immer alles sehr, sagen wir mal, kontextabhängig. Kontextabhängig sowieso, aber das Verrückte bei der neue Mensch ist ja eine Formel, die in den 20er Jahren auftaucht an allen Fronten. Taucht bei den Linken auf, die Sozialisten wollen die neuen Menschen bauen, die Nazis wollen die neuen Menschen bauen, die Künstler wollen die neuen Menschen bauen, und ist aber fast immer Mann gemeint. Ne? Die neue Frau ist was ganz anderes, die ist später eine Sache von Frauenzeitschriften oder kleineren Gruppen oder so, aber diese gewaltige Bewegung, wir bauen den neuen Menschen, bezieht sich immer auf den Mann, auf den neuen Mann. Ne? Und den versuchen sie mit Gewalt durchzusetzen, ne? Weil sie das nicht auf eine zivile Weise hinkriegen. Es ist zum Beispiel schwierig, den neuen Menschen zu schaffen, eine neue Gesellschaft mit lauter neuen, tollen Kindern, die alle anders behandelt werden als vorher und so. Erstens dauert das, zweitens ist es schwierig, ne? Drittens ist es eine Form von Auseinandersetzung und von Zusammenarbeit. Ne? Der neue Mensch bei all diesen Gruppierungen soll immer durch Gewalt durchgesetzt werden. Auch bei den Poeten. Die machen eine neue Poetik, ne? Die werfend ist, Ezra Pound will lyrisch eine neue Welt erzeugen, Gottfried Benn auch. Die Heidegger will das mit der Philosophie, die bilden sich ein, dass das geht, alleine mit Denken und bestimmten Fähigkeiten, die sie haben. Und es ist eine Form von Idiotie tatsächlich. Ne? Bei den intelligentesten Leuten. Und dieses Bi ist also immer Uno dabei, muss man noch dazu, so gar nicht mal Bi. Und ich finde, was heute also mich interessiert, ich bin ja nicht in der Queer-Scene oder so. Ich kenne zwar etliche Schwule, aber ich bin in keiner homosexuellen Szene oder so, je heimisch oder anders abweichenden gewesen. Ich nehme nur viel wahr und lese und sehe, dass da viel passiert.
Und der Fall ist, und mich interessiert das nicht nur aufgrund der verschiedenen Sexualitäten, die da anders gelebt werden. Es gibt ja auch Paarbildungen, wo Sexualität gar keine besondere Rolle spielt, was einige Autorinnen beschreiben, auch zu dritt, mit Wechsel, mal einverstanden, mal nicht, trotzdem. Also ganz viele Sachen, die da neu gedacht werden. Und ich, das gedacht, sage ich da nicht umsonst, denn dann dieses ganze Bi ist eigentlich ein Denken. Das baut nicht einfach auf eine Erfahrung des Lebens auf, sondern das seit den frühen Bibeln, also historisch seit 14.000 Jahren vor unserer Zeit, seit der Sesshaftwerdung, wo sich ein Besitz entwickelt und wo sich bestimmte Familienstrukturen, die patriarchalen, entwickeln. Das geht über Tausende von Jahren. Läuft das ja schon als ungefähr so 200 Jahre, also im ersten Minus, also Jahrhundert vor dem sogenannten Christus, die Buchbibeln entstehen. Die Buchbibeln automatisch, und das geht in der Literatur weiter, bei Homer, sind alle Mann-Frau. Immer um diese beiden Positionen rumgeschrieben. Andere kommen gar nicht vor oder werden verteufelt oder werden verboten. Und das läuft im Grunde bis vor 50 Jahren ist das die Dominanz, auch der Literatur, in den allermeisten Fällen. Und auch, das denke ich auch erst seit kurzem, aber das wird mir immer einleuchtender, die Philosophie in Marx, historisch-dialektischer Materialismus. Was ist denn Dialektik? Dialektik ist Bi. Geht vielleicht auf was Drittes raus, auf die Synthese, ob du Hegel, Marx oder so weiter nimmst. Und das ist mir inzwischen eine Form von beschränktem Denken. Queer ist anders. Es gibt nicht nur zwei Seiten eines Dings. Die meisten Dinge haben mehr als zwei Seiten. Und nicht nur den Widerspruch, sie haben fünf Seiten und sonst was. Die Wirklichkeiten, wie vernünftige Leute betonen, sind unendlich differenziert und kompliziert. Was die Geschlechter angeht, das waren eine Gruppe um Deleuze und Guattari in den 70ern und Foucault, die gesagt haben, was heißt denn hier pervers? Wo ist denn eine sexuelle Normalität? Das gibt es doch gar nicht. Damals gab es nur 3 Milliarden Menschen auf der Erde und sie haben das Buch genannt 3 Milliarden Perverse. Es gibt 3 Milliarden Formen und nun komm mal mit Dialektik an und löst die Widersprüche von hier und da und da und dort. Ich glaube, was wir erleben in den letzten 50 Jahren, diese Auflösung dieser festen Zuschreibungen, die dann auch sichtbar sind, praktisch, das sind ja Leute, die das machen, das sind ja nicht Fantasien, die müssten uns dazu bringen, eine andere Denkform zu entwickeln, wo dieses ganze Widerspruchsdenken und Rede und Gegenrede und alles das ist alles Käse. Also nur... Ich glaube, nur mir ist das nur irgendwie wichtig, also auch falls wir da anderer Meinung sind oder so, aber es ist dieses Bild, was ich schon auch habe, also auch durch diese, also zum Beispiel Magnus Hirschfeld oder den ganzen Kampf auch gegen den Abtreibungsparagrafen, gegen den Paragraph 175, der ja sehr offen geführt wurde in der Weimarer Republik, oder dass Valeska Gerd eben eine offen und bekennend bisexuelle Frau war, genauso Anita Berber, also dass dass es eben diese andere Seite gab und auch eine, also die haben sich auch mit ihrem Perverssein in den Augen der anderen geschmückt. Und das zum Beispiel, also zu einer Kampfform auch sozusagen umgedreht. Und insofern ist die, also ich finde auch, das ist heute natürlich viel, viel breiter, aber diese Ideen, also und auf die sich dann eben zurückbezogen wird, die existieren eben in dieser Weimarer Zeit neben diesen, oder eben wirklich vielleicht auch im konkreten Widerspruch zu diesem. Ich glaube auch. Also ganz sicher ist in den Weimarer Jahren ganz viel davon aufgebrochen und wurde dann umso wütender von den Nazis kaputt gemacht. Klar. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Punkt, ins Publikum zu öffnen. Also wir haben hier ja zahlreiche, ich weiß nicht, 200 Perverse, die irgendwie vielleicht auch was dazu beitragen möchten und ohne jetzt natürlich in Rede und Gegenrede verfallen zu wollen. Es gibt hier ein Mikrofon und... Liebe Genossinnen und Perverse.
Genau, also melden möchte und dann hat Uwe hier ein Mikrofon, in das man dann reinsprechen sollte. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Da ist er. Ja. Also ich habe sehr viel Anregungen von euch aufgenommen. Ich habe eine Überlegung oder eine Frage. Neuformierungen von Beziehungen und von Geschlecht und von Körper, über die ihr sprecht, ihr habt dabei sozusagen sehr auf bestimmte, ich sage jetzt mal, Berufsgruppen oder Milieus wie Künstlerinnen, Studierende, Intellektuelle oder dergleichen, oder Tänzerinnen, also es scheint irgendwie, die sagen, die Konzepte, die Überlegungen, die Ideen, die ihr jetzt, über die ihr gesprochen habt, dass die, also ich, die scheinen sozusagen sehr auf diese bestimmten Milieus sozusagen zugeschnitten zu sein und ich will jetzt sozusagen gar nicht dagegen reden, sondern meine Frage wäre eher, habt ihr Überlegungen, also ich habe nämlich nicht, aber das würde mich sehr interessieren, habt ihr Überlegungen, wie man das jetzt auch auf andere Berufsgruppen, wie ich weiß nicht, also jetzt ein bisschen klassisch in Anführungszeichen, Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse, die eben nicht in diesen kreativen, intellektuellen Tätigkeiten zu Hause sind oder was jetzt auch gerade gesagt wurde, die eigene Perversion damit, die auch zu inszenieren oder so, das ist dann vielleicht auch leichter, keine Ahnung. Genau, also, wie kann man das irgendwie in eine Breite entwickeln, weiterführen, überführen oder wie würde es dann aussehen? Und wie gesagt, also nicht jetzt es also nicht gegen euch oder von so einer irgendwie Klassen, die Arbeiterklasse mäßig gegen euch, sondern eher kann man das da in diese Richtung, gibt es da Überlegungen bei euch noch weiterführen? Ja, wir können ja erstmal ein bisschen sammeln, da ist ja direkt daneben noch jemand. Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage an Klaus Teweleit und zwar doch nochmal in die Richtung, vielleicht auch den Begriff der Sattelzeit, der vielleicht auch ein Begriff für die aktuelle Zeit ist. Dass wir auch wieder, wir haben ja sonst auch andere Terminologien, mit denen wir es beschreiben, aber vielleicht doch auch einen angemessenen Begriff der Sattelzeit für die Gegenwart. Und da dann auch noch eine Frage, weil wir eine Rückkehr haben eines Unglaublichen, dieses Blutbades, das wir jetzt wieder erleben, mit Kriegen, mit auch einer Männlichkeit, mit dem russischen Angriffskrieg, aber natürlich auch mit den ganzen Bildern der Imaginierung der ukrainischen Soldaten, eine Rückkehr des Blutens, also des Blutens, des Mordens als Normalität, die sich etabliert und auch eine Akzeptanz bis in die weite Linke hinein von eines Kriegszustandes und eines Bedürfnisses in der Gesellschaft wieder nach Faschismus und nach Blut. Also Blut der Linken meistens, Blut der Linken, Blut der Schwachen, ja, sowohl in der Ukraine, aber wahrscheinlich auch in Gaza, auch Blut der Schwachen natürlich in Israel, die da niedergemetzelt wurden. Und da doch eine Frage, ob wir da nicht vielleicht doch mit dieser Sattelzeit und einem erneuten Blutrausch, der natürlich ein Begehren und auch ein revolutionär werdendes Faschismus irgendwie begleitet. Ein Faschismus der Hamas, ein Faschismus der AfD, ein Faschismus in Argentinien von Rechtsradikalen. Und vielleicht fällt Klaus Teweleit dazu auch noch was ein, weil ich denke, dass er doch auch mit seinen Analysen da ja doch einiges geleistet hat für die Vergangenheit, aber vielleicht auch für die Gegenwart. Ja, also das ist eine, finde ich, immer eine sehr, was wäre wenn, Frage einerseits. Andererseits muss ich vielleicht als erstes dazu sagen, also Valeska Gerd kommt sozusagen jetzt nicht, oder diese auch Generation von Tänzerinnen kommt nicht aus einem klassischen sozusagen bürgerlichen Milieu. Das ist die eine Sache, das also sind schon irgendwie auch KleinbürgerInnen, aber eigentlich eher so ein auch Berliner Rotzgörn, aus denen auch sehr viel von ihrem Habitus, glaube ich, heraus sich entwickelt hat. Und das Spannende ist für mich, dass sie eben das mit dem Stummfilm verbindet, was ja schon eine Massenattraktion ist, und das eben mit diesen Pausenzeiten verbindet, und das ist ja auch ganz wichtig. Also dass sie quasi ein Publikum aufschreckt damit, was ein breites Publikum ist und was sich nicht ausgesucht hat, Valeska Gerd
zu sehen, sozusagen, sondern die werden dann damit irgendwie konfrontiert. Das als eine Sache. Die andere Sache ist klar, im Tanz gibt es sowas wie ArbeiterInnenklassen Tanzgruppe, Gruppen, also diese Kollektivkörperideen und so, die kommen aus den 20er Jahren und das ist in einer Verbindung, also und das schwankt sozusagen immer so, ob das sich orientiert an so einer Idee von eben einem starken Arbeiter- und Arbeiterinnenkörper und einem schönen Arbeiterinnenkörper oder so, oder so einer Idee von Gesundheit, oder ob das in so eine Idee, in so eine Richtung geht von politischer auch oder Bewusstseinsarbeit im weitesten Sinne, die über den Körper geht. Und diese Entscheidung, das ist vielleicht was man sich angucken könnte, also was ich noch nicht gemacht habe, aber was ich eine spannende Frage finde, weil dann in den 30er Jahren das tatsächlich sehr verengt ist auf so eine Art Massenspektakel, die dann fast eher sportlich wird und auch vorher schon sehr stark eher so einen turnerischen Aspekt hat und dann ja auch in der DDR weiterlebt mit diesen Arbeiterfestspielen und Volkstanzgeschichten. Und da gibt es immer wieder interessante Momente, also so Ausbrüche, wo Leute irgendwie versuchen, quasi den Tanz als so ein Medium nicht nur der Kollektivierung quasi, sondern auch der kollektiven Befreiung zu verstehen. Das ist dann aber tatsächlich von so Einzelprojekten oder EinzelkünstlerInnen abhängig. Aber generell ist das tatsächlich, interessanterweise kann man da das wahrscheinlich nachvollziehen, dass eben auch diese Verhärtung und Verengung stattfindet in diesem Bereich. Und dass dieses Missverständnis, was auch ein ganz spannendes, oder ein Missverständnis, der Widerspruch oder die Frage, die zwischen eigentlich so einer, ja auch, Idee von Arbeiterbildung oder Volksbildung besteht, die jetzt so aus der alten SPD-Tradition, dass man eben von oben herab nochmal die deutschen Klassiker zum Beispiel erklärt oder die bürgerliche Kunst versucht, den ArbeiterInnen nahezubringen, dass das so diese eine Schiene ist und dass die andere Schiene quasi, dass die Avantgarde eigentlich die Kunst ist, die für die ArbeiterInnen da ist, weil die quasi sie kulturell befreit und ihnen einen neuen Möglichkeitsraum eröffnet, dass das irgendwie eben wegbricht und auch ganz gezielt wegbrechen soll. So. Aber diese zwei Konzepte stehen sich gegenüber und das eine stirbt sozusagen. Ja. Also der Tanzausbruch in den 50ern war ja klassenübergreifend, ne? Und bis hin zu den Beatles. Beim Jazz war es nicht so. Jazz blieb mehr für bestimmte Gruppen oder intellektuellere, sagen wir mal so, Struktur. Dixieland vielleicht nicht, aber die anderen Sachen. Rock'n'Roll und Beatles haben alle Stones und so weiter aufgenommen und fast ohne Ausnahme. Denn das war so was wie, wo einfach was, eine Verhaltensbremse, die da war, von der alten Generation wurde, innerhalb von ein, zwei Jahren weggewischt. Und es gab, das war tatsächlich so, dass 1956 Mädchen auf dem Schulhof noch keine Hosen tragen durften. Zum Beispiel in Glückstadt an der Elbe war das so, die mussten in Röcken kommen. Aber innerhalb von zwei Jahren waren Jeans durchgesetzt für alle. Konnte kein Mensch mehr was gegen tun. Das waren ja so kollektive Ausbruchsversuche, die das manchmal gibt. Leider nicht sehr häufig. So, aber das habe ich jetzt total vergessen. Das gab es natürlich in der Weimarer Republik auch. Also gerade in Berlin gab es ja ganz wilde, also der Tanz sozusagen. Naja, Jazz haute durch. Genau, also Charleston und was weiß ich. Und also als wirklich Abendveranstaltung, so wie klar, ne? Man geht abends tanzen. Das hat sich ja genau in der Zeit sozusagen als das Wilde, also auch als ein Tanzen, was nicht mehr als Paar sozusagen funktioniert. Und es gibt ja auch eine Kritik gleichzeitig an diesen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein,
diese Frauen, die immer dieses Cancan, also diese Reihen, wie heißt das, diese Revue, die Revue-Girls. Genau, diese Revue-Girls, die da aufkommen, und daran gibt es ja auch eine ganz dezidiert, also Krakauer macht das ja, diese Kritik daran, an diesem Fabrikmäßigen, dieser Art zu tanzen, ja, dieser Körper, die sich da auch formieren. Gut, auf der Bühne gibt es das vorher, ne? Das fängt so Mitte 19. Jahrhundert an, ne? Mit den Pariser Tanzbühnen, Cancan und diese Geschichten. Ne? Aber das ist klar, das greift um sich, und in dem Buch, das ich zuletzt geschrieben habe, versuche ich ja zu behaupten oder zu belegen, dass die ganze heutige Kultur, wo immer gesagt wurde bei uns, sie basiert auf den Griechen und auf Homer und so weiter, dass sie heute auf dem Blues basiert. Ja. Ja, zu der Frage von ihm, scheiße, dass die Blutbäder, ne? Das, soll man da sagen Sattelzeit, oder soll man da sagen, das geht weiter, wie es immer war? Ne? Denn diese Schlechtereien und diese Mordgeschichten kennen wir die Geschichte durch. Mit Zuspitzungen, und dann nehmen sie mal wieder ein bisschen ab, dann nehmen sie wieder zu. Nach dem Zweiten Weltkrieg war, also bei denen, die danach aufgewachsen sind, gab es tatsächlich die Idee, das könnte aufhören. Diese Sorte Gewalt könnte aus der Welt verschwinden. Das hätten wir eigentlich überwunden. In dem berühmten Gespräch, das Jan Karski, der polnische Offizier, der bei Roosevelt 1943 die berichtet, was er in den KZs gesehen hat, und dass Leute verbrannt werden, und er hat Schwierigkeiten, dass sie das glauben. Die glauben das schließlich, aber Roosevelt hört die Rede, Karski erzählt das Claude Lanzmann, dem Shoah-Film, die hört damit auf, dass Roosevelt in seinem Rollstuhl an seinem Schreibtisch sitzt und sagt: This is a war to end all wars. Der glaubt das in dem Moment. Wenn wir die Nazis weg haben und besiegt haben, dann ist der Scheiß aus der Welt, dann ist das vorbei. Und was ist das Gegenteil ist der Fall. Die Sachen nehmen zu. Das ist also eins, was man lernt, wenn man sich mit Geschichte befasst, dass nie Prozesse, also im Punkto Linearität, weder linear verlaufen noch gleichzeitig verlaufen. Ich weiß nicht, wer das zuerst richtig theoretisiert hat, dass die ganzen Prozesse auf der Welt immer ungleichzeitig sind. Wenn wir hier gerade 50 Jahre keinen Krieg oder haben, keinen zu haben scheinen, ist er an anderen Stellen der Welt umso schlimmer und bricht da auf und da auf. Und das kann man vernünftig, abgesehen davon, dass es Machtinteressen gibt, die das vom Zaun brechen, und Waffenproduzenten, die was davon haben, das ist keine Frage, muss es aber auch Menschenkörper geben, die dem entgegenkommen. Und der jetzige Befund müsste lauten zu den Blutbädern, die laufen: Es gibt immer genügend Leute auf der Welt, die so kaputt gemacht sind, dass sie ihre Probleme oder was sie dafür halten, nicht anders lösen zu können, glauben was mit Gewalt. Und zwar im zugespitzten Fall, und das charakterisiert das, was wir Faschismus oder ich Faschismus dann nenne, eliminatorische Gewalt. Das reicht nicht, dem Nachbarn eine runterzuhauen und ein paar Boxkämpfe zu gewinnen, sondern, wie Eichmann, alle Juden müssen weg. Hamas, alle Israel muss weg. Netanyahu sagt am Tag nach dem Angriff, wir werden sie vom Erdboden auslöschen, vertilgen. Ne? Und die Einzelnen drunter, jetzt nicht die Machtleute, sondern die sich da anstellen lassen, und die afrikanische, ich habe das im Lachen der Täter in diesem Band universal beschrieben, ob das im Kongo ist, in Südamerika ist, in Guatemala, in Chile, in Argentinien die Folterung, in Breivik mit seinen Fantasieprogrammen, wen er alles ausrotten will, der Attentäter von Hanau vor ein paar Jahren, der in der Shisha-Bar die Leute erschießt, er hinterlässt ein Dokument im Netz, da steht,
es müssen verschwinden von der Erde. Es fängt ja an in Marokko, geht die ganzen nordafrikanischen Staaten durch bis Ägypten. Dann kommen Saudi-Arabien, alle, der ganze Nahe Osten, Afghanistan, Pakistan. Muss alles weg. Indonesien, China lässt er aus, weiß nicht warum, und landet bei den Philippinen. Muss alles weg. Das ist für ihn. Und dann bleiben übrig, die in Europa leben dürfen, Germanen, Slawen und noch irgendwer, die hier hingehören. Aber von den Germanen auch nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist grün versifft, die müssen auch weg. Ne? Wer denkt sowas? Ne? Das ist ein Gedanke, der kann nur aus einer ungeheuer verfolgten Körperlichkeit kommen. Sonst formuliert man sowas nicht. Mit jeder Sorte Realität in Zusammenhang gebracht, wie macht man das, geht alles nicht. Obwohl Leute wie die Nazis versucht haben, tatsächlich alle Juden, und Eichmann sich anklagt. Wir haben versagt, wir haben nur 6 geschafft, wir hätten 9 schaffen müssen. Das ist nicht aus der Welt. Wir haben lauter Ecken an der Welt, wo die einen von den Nachbarn, von den anderen sagen, die müssen weg. Die müssen verschwinden. Und wenn jemand das bewaffnet, und aus welchen Interessen immer, dann gehen die aufeinander los und das Schlachten geht weiter. Ich habe, als Putin seinen Angriff auf die Ukraine gemacht hat, mich hat das so entsetzt, ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe erst mal ein Jahr dazu die Klippe gehalten. Ich habe davor steif und fest behauptet, das kann nicht sein, das tut er nicht, das gibt es nicht. Ich habe mich aber total geirrt. Und ich. Ja, genau. Gut, ja. Wunderbar, jetzt kriege ich deins. Also mir kam gerade der Gedanke bei diesem Blutbad und den Kriegen, jetzt wenn man an die Hamas denkt, finde ich ganz interessant den islamischen Faschismus eigentlich und was da für eine Rolle spielt, die sozusagen wie der Angriff auf die Frauen auch. Also wenn man die Bilder gesehen hat, leider von den zugerichteten Frauen teilweise auf diesen Pickups oder ähnliches und diesen Angriff auf dieses Festival oder ähnliches, dann ist ja das Erste, was mir in den Kopf kommt, genau, das ist ja so ein richtiger Angriff, Barbarei, aber Angriff eben als erstes immer auf die weibliche Sexualität, halbnackte Frauen auf dem Truck, die gefilmt werden, andere, die sich darüber freuen, dass die da so, hilflos ausgeliefert und beschädigt, eigentlich der Frauenkörper komplett beschädigt, mit verdrehten Gliedern dort liegt, finde ich ja ganz spannend, dass das sozusagen, also dieses faschistische Element auch gerade in diesem islamischen, also diesen radikal-islamischen Hamas oder auch im Iran zum Beispiel haben wir ja auch, also ich habe ja einen iranischen Migrationshintergrund, wo die Frauen ja im letzten Jahr sozusagen, also wo die Angriffe sozusagen in Gesellschaften, die so extrem unfrei sind, hauptsächlich, also und faschistisch, auf die Frauen gehen. Also es ist ja vielleicht eine Parallele, hast du jetzt nicht untersucht, aber das fand ich total spannend. Jetzt gerade ist mir die Assoziation gekommen, weil gesagt wurde, es sind ja Angriffe auf Linke. Nein, es sind auch Angriffe auf Linke, Andersdenkende, auf viele Menschen, aber viel geht auch zusammen eben mit Angriffen auf Frauen und Frauenkörpern. Und mit Frauenkörper meine ich natürlich auch die Freiheit von Frauen, nicht nur den Körper als Körper. Könntest du dazu vielleicht was sagen? Ja, es wird natürlich der Körper angegriffen. Und Männerfantasien startet ja mit der Beobachtung, dass bei bestimmten dieser Männer immer die gleichen Sachen gegenüber Frauen auftauchen, die einen Gewalthintergrund haben oder durchgeführte Gewalt sind. Und danach geguckt, wenn man
diese ganzen Gewaltgruppierungen auf der Welt, die männlichen, ob das ISIS ist, also IS, ob das Hamas ist, ob das die Incel-Leute in den USA sind, ne, die, ob sie Bomben legen oder nicht, aber schreiben. Ne, die schreiben durchweg, die Menschheit kann auskommen ohne Frauen. Ne, Frauen, Incel wird es direkt formuliert, Frauen können weg, wir können heute die Fortpflanzung ohne weibliche Körper machen. Also in Konzentrationslager. Breivik will alle zwingen, zwei Kinder zu kriegen, die christlich erzogen werden. Dann dürfen sie studieren, aber nur bis zum Bachelor. Frauen dürfen nicht Professor werden, nicht in die Polizei, nicht in die Armee. Und 3 Jahre vor seinem Attentat, Utöya auf der Insel, hört er mit sexuellen Beziehungen auf. Hat er keine sexuelle Beziehung zu einer Frau mehr gehabt. Und alle, in all diesen Gruppen, in dem, was sie schreiben oder praktizieren, ist Gewalt gegen Frauen absolut erlaubt. Und erklären klingt immer sehr rational. Ne? Man kann das beschreiben, am besten in ihren eigenen Worten, wie sie das darstellen. Und man merkt, sie haben eine ungeheure Angst vor der Vermischung mit anderen Körpern. Das schreiben sie der Frau zu, diese Lockung den Frauen, der Frauenkörper ist auflösend. Und die Hauptangst all dieser faschistischen Körper ist Angst vor Körperauflösung. Die sind durch schlechte Behandlung, welcher Art immer, so angeführt mit Ängsten, dass sie dauernd fürchten, zu fragmentieren. Und wer das auslöst, ist an erster Stelle Frauen. Und das, die ganze Literatur, die ganze männliche Literatur in Europa und sonst wo auf der Welt macht das, indem sie den Frauenkörper dann mit Feuchtigkeit, mit Flüssigkeiten identifizieren. Die Vagina ist ein verschlingender Sumpf, wo alles Mögliche drin ist und all diese Sachen. Und das löst uns auf. Und da darf man Gewalt gegen. Den Punkt haben wir noch gar nicht erwähnt. Alle Gewalttäter dieser Art sagen immer, sie handeln in Notwehr. Der Faschist handelt immer in Notwehr, muss sich immer wehren. Entweder ist ein anderes Land, will alles wegnehmen, die wollen alles wegnehmen und die Frauen wollen uns auflösen. Das ist eine Beschreibung, eine Erklärung, wie das zustande kommt beim Einzelnen. Natürlich sind die einzelnen Leute immer noch einzelne Leute. Sie haben auch eine einzelne Psyche und eine einzelne Geschichte. Und wenn man das, dann müsste man bei jedem Fall gucken. Aber diese Punkte, die ich eben genannt habe, die sind universal, die sind allgemein. Die Männer, manche Frauen sagen ja zu Recht, manche Männer, auch Frauen können auch Gewalt ausüben. Tun sie auch in verschiedensten Formen, in zivilen und sonst wo. Aber es gibt keine Gesellschaft, in der Frauen erlaubt ist, diese Mordgewalt der Männer. Die können Gruppen bilden, rumziehen, die dürfen Leute zerhacken. Wenn das vorbei ist, sind sie freigesprochen. Sonst wo, das gibt es von Frauen nicht. Mir ist jedenfalls nichts bekannt, aus keinem der Kriege oder sonst wo. Dass diese Sorte Lust an der Schlechterei, die ist ein Privileg, ich sage immer erlaubte Übertretung ins Kriminelle. Die Staaten oder Kirchen oder irgendwer im Militär, irgendein Führer erlaubt das. Erlaubt das diesen Typen einzeln oder sie rotten sich zusammen. Ne? Die jetzigen Hamas-Leute sind garantiert überzeugt, das ist im Sinne Allahs, wenn sie jetzt über die Grenze gehen und israelische Zivilisten, Frauen, Kinder, Musiker abschlachten. Und ich denke, sonst täten die das. Die denken, die dürfen das. Kann ich das noch ist eine, erlaubt. Darf ich noch eine Nachfrage stellen an dich, Klaus? Dieser Begriff soldatischer Mann, ich weiß, dass du das auch viel mit den Erziehungsmethoden und der Kindheit in Verbindung bringst, aber das suggeriert ja auch, dass eben auch der Krieg den soldatischen Mann mitproduzieren könnte, wenn er der soldatische Mann eben ist. Also gibt es sozusagen... Oder wie grenzt, also macht der Krieg den Faschisten auch oder macht nur der Faschist den Krieg sozusagen? Oder wie würdest du diese Beziehung beschreiben? Nee, bestimmt beides.
Aber also wenn Heiner Müller zum Ersten Weltkrieg immer sagt, die, und zu den Freikorps dann die deutschen Soldaten waren so schlimm, weil das sind fast alles junge Leute, die sind in den Krieg ohne Frauen zu kennen. Also ohne irgendeine vernünftige Erfahrung auf der Ebene. Und das sind sehr oft geprügelte Jugendliche, ja nicht nur die aus den Kadettenanstalten, in den Bauernfamilien, in den Bürgersfamilien wurde überall immer geschlagen. Die haben diese Gewaltbrüche im Körper, die man, Canetti hat ja gesagt, sowas wird man nur los, wenn man das gegen einen anderen wieder ausübt. Das versuchen sie zum Teil, das hilft aber meistens gar nicht. Das sind kurzfristige Befriedigungen und dann brauchen sie die nächste Dosis. Und Krieg ist natürlich für diesen bestimmten Typus was Gewünschtes. Denn die Erlaubnis, sie sind ja nie schuld, immer Notwehr, immer erlaubt. Über mich kann nur Ala richten. Ich bin keinem weltlichen Gericht verantwortlich. Das ist die Rede all dieser Leute auf der Welt nach ihren Gewaltausübungen. Sie können nicht zur Verantwortung gezogen werden. Sie dürfen und aus sich heraus sie müssen oder wollen müssen. Also bedingt sich gegenseitig. Gibt es noch andere Fragen oder Anmerkungen? Da ist noch eine. Mir ist jetzt gerade spontan nur eingefallen, also, weil ja gesagt wurde, geht nie von Frauen aus. Es gibt aber diesen einen speziellen Fall, der mir sofort eingefallen ist, und das ist gerade revolutionäre 60er Jahre, diese Perversion von der Manson Family, also die genau Manson Family, die wo Manson die instrumentalisiert hat und die sind dann ja morden gegangen. Also durchaus auch möglich und auch in dieser Perversion einer Geschichtsänderung halt, ne, mit diesem Helter-Skelter auslösen, damit ein rassistischer Bürgerkrieg ausgelöst wird. Genau, da hast du vielleicht noch was. Wie viele Frauen waren in der Gruppe dabei? Wie viel? Es war gemischt. Ja, eben. Ne? Das ist keine reine Frauengruppe. Ne? Wir haben ja die Abu Ghraib-Geschichten, Lindy England und so weiter mit den Gefangenen an der Leine nackt. Das macht sie in der Männergruppe. Und ich spreche habe von Frauen gesprochen, die wirklich als Frauengruppe losziehen, wie in dem Kongo-Krieg die jungen Männer oder in Ruanda mit Macheten, ne, und beschreiben das wirklich so, wir haben den ganzen Tag von morgens bis abends gehackt, das Geräusch der Machete im Körper und so. Mir ist von Frauen sowas nicht bekannt. Ne. Einzelfälle von Mörderinnen, das gibt es natürlich, aber es gibt nicht diese weibliche erlaubte Gewaltkultur. Für Männer gibt es das und zum Teil als Auftrag. Ja, wir haben heute Abend mit Aufbrüchen und auch mit hoffnungsvollen Aufbrüchen begonnen und enden jetzt natürlich, also ich meine, es ist kein Zufall, dass wir so enden, wie wir jetzt enden. Das ist vielleicht auch einfach von den Weltläufen bedingt und das ist irgendwie auch gut so, dass wir da jetzt nicht was ganz anderes diskutieren hier. Ich glaube, wir können vielleicht die Diskussion hier schließen. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei Luise Meyer und Klaus Teweleit für das Gespräch und auch nochmal bei dem ganzen Team, das das hier möglich gemacht hat, und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und danke dir auch, Patrick.